Können Sie mich hören, Luis? Es rauscht ein bisschen, aber wir hören Sie mal auch. Machen wir langsam. Ich will das Signal in einem Stück erreichen. Wenn Sie ein Stück wollen, Foster, hab ich hier was für Sie. Ich hab leider keine Lupe dabei, Haste. Okay, genug jetzt. Konzentrieren Sie sich auf die Mission. Ich will keine Fehler erleben. So, Freunde, und damit ein recht herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Alien Isolation im Albtraummodus. Wir sind hier gerade mal in die Haut von unserem guten Freund Marlo geschlüpft, der ja auch den Flugschreiber der Nostromo gefunden hat. Und ich denke mal, dass uns jetzt höchstwahrscheinlich hier in dieser kleinen Rückblende erzählt wird, wie der Organismus, wie das Alien seinen Weg auf die Sevastopol-Station gefunden hat. Und wir haben hier auch so einen kleinen Scanner, womit wir ein Signal auffangen können. Foster, Meeks, haltet eure Augen offen. Verstanden. Okay, es geht auf jeden Fall in diese Richtung hier. Und ich denke mal, dass der eine oder andere, ja, bei dem Anblick dieses Planeten wahrscheinlich schon dunkle Zeichen vorausahnt. Ich mit eingeschlossen im Übrigen. Auf jeden Fall sehr stürmisch hier. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter und schauen einfach mal, was hier so auf uns warten wird. Es ist auf jeden Fall sehr atmosphärisch, finde ich, hier. Und überall diese kleinen Mini-Vulkane, wo immer dieser Nebel draus aufsteigt. Luis, konnten Sie das Rufsignal inzwischen entschlüsseln? Negativ, keine Ahnung, was es ist. Gut. Wenn es ein Rätsel ist, ist es unbekannt. Wenn es unbekannt ist, könnte es wertvoll sein. Könnte sein. Geld, Geld, Geld. Immer nur Geld. Aber so ist es nun mal. Hier geht es anscheinend ein bisschen runter. Da will ich nicht unbedingt runterfallen. Heute nicht. Vielleicht ein andermal. Mal schauen. So, wo? Ich habe keine Ahnung, von was das Signal so überhaupt ausgeht. Das werden wir höchstwahrscheinlich gleich auch erfahren. Ich bin auf jeden Fall mal sehr gespannt. Ich werde mich mal nach Schwachpunkten umsehen. Warten Sie hier. So, Ziel aktualisiert. Finden Sie einen Weg um das Hindernis. Achso, finden Sie einen Weg um das Hindernis. Alles klar. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwas. So, finden Sie einen Weg um das Hindernis zu entfernen. Aber gut, dann ebenso. Ja, wo sollen wir denn... Kommen wir hier vielleicht durch die kleine Ritze? Nicht hoch. Hey, ist hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Wo? Ach hier, alles klar. Gut, hier einmal hoch. So, dann helf mir mal. Hallo, ich will... Hier, warte, da war es gerade. Da, so einmal. So. Hier ist ein Durchgang. Ich sehe ihn mir mal an. Wenn der nicht zurückkommt, dann warten Sie eben länger. Oh, hier fallen schon Felsbrocken runter. Ich habe gerade ein bisschen Bedenken, dass das Ganze hier vielleicht ein bisschen instabil sein könnte. Was? Na, was habe ich gerade gesagt? Wir sollten auf jeden Fall ein bisschen mehr Acht geben. Alles in Ordnung. Ja, alles klar. War ganz schön knapp. Noch jedenfalls. Ich glaube nicht, dass ich den gleichen Weg zurücknehmen kann. So, hier geht's auch nicht weiter. Da ist auch wieder ein tiefer Abgrund. So. Boah, die ganze Zeit dieser Wind und die Flecken hier auf unserem Visier. So, ist es hier richtig eigentlich? Geht's hier weiter? Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich find mich hier gerade überhaupt nicht zurecht. Weil es sieht hier irgendwie alles gleich aus. Bleiben Sie, wo Sie sind. Ich glaube, ich habe was gefunden. Was haben wir denn gefunden? Ich sehe hier nur einen feuchten Furz. Gut, kann auch ein trockener Furz sein. Ich hab einen Riss im Felsen gefunden. Ah. Breithalten, jag das Ding in die Luft. Alles klar, okay. Okay, hier sollen wir jetzt wahrscheinlich eine Sprengladung platzieren. So, Bombe platzieren.
So. Einmal hingelegt. Ich habe ja den Kurs bei der IS mitgemacht, deswegen kenne ich mich da aus. So, zurücktreten noch mehr. Okay, einmal L2. Achso, L2. Ich habe R2 gedrückt. So, und jetzt R2. Und es macht Wumms. Das hätte man dann auch erledigt. Und er sagt auch nicht irgendwie zurücktreten oder so. Er platziert einfach die Bombe. Wumm. Los, gehen wir. Folgen Sie mir. Stimmt, wo geht's jetzt eigentlich? Stimmt, wir haben ja immer noch das Signal. Das habe ich schon wieder total vergessen. In die Richtung geht es weiter. Ah, okay, hier muss Haste, uns... hier drüben. Helfen Sie mir hoch. Jo, hier muss uns auf jeden Fall der gute Haste wieder wohl hochhelfen. Der ist wohl irgendwie der Typ für alles. Nein, komm mal her. Lieber Haste. Hasty Haste. Hastily Heist. Komm. Eine. Ja, ich bin da. Komm, komm, helf mir. So, einmal. So. Yes. So. So, und wie kommt er jetzt eigentlich hoch? Der hilft jetzt ja den anderen hoch, aber wie kommt er hoch? Wahrscheinlich ziehen sie ihn gleich hoch oder so, ich habe keine Ahnung. Ich warte einfach mal kurz, ja? Ich schaue mir das Ganze mal eben kurz an. Sehr schön. Das Signal kommt aus dieser Richtung auf jeden Fall. Wir sind auf jeden Fall richtig. Wir sind auf dem richtigen Weg. Frage ist nur, ob das überhaupt so gut ist. So, das war, glaube ich, der letzte gewesen. Ich will das jetzt echt mal kurz sehen, wie er jetzt eigentlich hochkommt. Achso, okay, alles klar, den ziehen sie auch einfach hoch. Gut, dann hat sich das auch mal erledigt. Ich war kurz neugierig gewesen. Es tut mir leid. Aber wir gehen jetzt erstmal weiter. Was ist das? Was ist das? Und von dort aus geht auch das Signal aus, wie es aussieht. So, und da geht es auch schon weiter. Finden Sie einen Weg, finden Sie den Ursprung des Signals. Alles klar. Oh Mann, ich habe ganz böse Gedanken bei dem Gedanken. Was? Ganz böse Gedanken bei dem Gedanken. Ja, komm, lassen wir jetzt einfach mal so stehen, den Satz. Das ist gar keine gute Idee, überhaupt nicht. Vor allen Dingen, die Frage ist ja auch, was ist das? Es könnte vielleicht ein Raumschiff sein. Nicht bekannten Ursprungs natürlich. Genau wie das Signal. Ganz dumme Idee, ganz dumme Idee, wirklich. Achso, der ist da hinten noch. Ich habe mich gerade gewundert, warum wir zu dritt sind. Der andere, der hängt noch ein bisschen hinterher. So, betreten Sie das Wrack. Alter, wie riesig das Teil ist. Oh Mann, Alter. Und wir betreten das Alienschiff. Falls es überhaupt ein Alienschiff ist, das weiß man ja natürlich nicht. Es sieht alles sehr anders aus, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Was zur Hölle hoffen Sie hier zu finden, Marlow? Etwas Großes. Etwas Großes. Das werdet ihr auf jeden Fall finden, würde ich einfach mal so behaupten. Ich liebe ja wirklich dieses Design, ne? Ich liebe das ja echt. Das ist ja damals, als sie den ersten Film gemacht haben, das hat ja ein Künstler übernommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie der hieß. Irgendwas mit Giga? Hieß der Giga irgendwie? Der hat ja hier das Alien entworfen und die ganzen Schiffe und sowas. Und ich finde, das sieht einfach so, ja, wie sagt man? Einfach so fremdartig aus und es passt einfach so gut rein. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dieser Gang, der sieht ja teilweise noch nicht mal aus wie ein Gang. Es sieht, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich damals den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich habe zuerst gedacht, sind das hier irgendwie Wirbel oder sowas? Gehen die da gerade in ein riesiges Tier hinein? Also es sah für mich echt so aus zuerst. Oh, Scheiße. Verdammte Scheiße. Passen Sie auf, was Sie anfassen. Machen Sie ja nichts kaputt. Was meinen Sie, wie alt das ist? Was ist das? Ein Cockpit? Wäre das ein Schiff? Haha, ich glaube, wir haben unsere Bezahlung gefunden. Hey, Ruhe. Was? Haben Sie Angst, wir wecken ihn auf? Entschuldigung. Ruhe. Wir verschwenden unsere Zeit. Sehen Sie sich um. Marlow,
Das war eine Lebensform. Ich wollte gerade sagen. Jetzt ist es unser Eigentum. Bergungsrechte. Wir müssen unseren Anspruch klar machen, ehe uns jemand zuvorkommt. Die Anesidora ist für etwas dieser Größe nicht ausgelegt. Dann nehmen wir, was wir können und kommen wieder. Sehen Sie nach, was es sonst noch gibt. Marlo, wir haben was gefunden. Spuren. Spuren? Spuren? Jemand etwas über den Boden geschleift. Aber das ist noch nicht alles. Das wird Ihnen nicht gefallen. Was dann? Die Spuren führen hierher. Der gleiche Name wie auf dem Flugschreiber. Dystromo. Jemand war schon hier. Ach, hier hinten. Haben Sie das Schiff evakuiert und sind hierher gekommen. Das sehe ich selbst. Scheiße. Wenn die vor uns hier waren, warum gibt es dann keine Aufzeichnung? Naja, wenn Sie noch hier sind, war es das mit unseren Bergungsrechten. Finden wir es raus. Ich werde das Signal finden und es ausschalten. Nicht, dass noch jemand seinen Weg hierher findet. Foster, Haste, sehen Sie sich die Höhle unten an. Ich wollte übrigens nur mal kurz anmerken, ne? Dass dieses riesige Skelett, es sieht mir echt so ein bisschen aus wie so ein Exoskelett, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Sowas habe ich noch nie gesehen. Menschlich ist das nicht. Echt? Das steht fest. Was? Das ist nicht menschlich? Habe ich gar nicht dran gedacht. Was? Alter, das ist... Wow. Ich wollte mal kurz anmerken, dass etwas hat da ein Loch in der Brust. Ich wollte das nur mal kurz gesagt haben, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Es hat ein Loch in der Brust. Und wir spielen hier zufällig Alien Isolation. Ja. Ich denke mal, ihr könnt euch da selber schon einen Reim drauf reimen. Ach komm. Ihr könnt auf jeden Fall euch selber schon einen Gedanken dazu machen, denke ich mal. So, wir haben immer noch das Signal. Dem wollten wir erstmal noch nachgehen. Wir haben jetzt zwar... Die Nadel scheint nicht mehr auszuschlagen. Doch, hier. Da hinten, in der Richtung. Guck mal, da ist auch ein Eingang. Aber von da sind wir doch gekommen, oder nicht? Oder ist es ein anderer? Guck mal, da oben strahlt auch noch so Licht durch. Das sieht schon echt geil aus. So, hilfst du mir wieder hoch? Super. Vielen Dank auf jeden Fall. So, da komm mal her. Einmal. So. Jetzt. Das hätten wir dann auch erledigt. Das sieht alles so fremdartig aus. Nebel, der sich über den Boden zieht. Und ich höre ein Geräusch. Ich denke mal, das ist bestimmt das Signal. Es hört sich ein bisschen an, als ob da jemand ganz verzerrt reden würde und hier strahlt Licht durch. Hier strahlt Licht durch. Nix, ich habe das Signal gefunden. Ich werde genauer nachsehen. Wow. Das scheint der Ursprung des Signals zu sein. Alles klar, ja, hier schlägt die Nadel auch total aus. Signal abschalten. Ich weiß nicht, ob es so ratsam ist, da jetzt einfach irgendwie rumzufummeln. Du weißt ja natürlich nicht, wenn du... Ne? Wenn, sagen wir mal, man würde jetzt wirklich ein fremdartiges Schiff finden. Von irgendeiner Alien-Zivilisation, ne? Die Leute, die gehen hier einfach rein und fassen einfach alles an. Du weißt auch nicht, was das verursacht. Klar, von hier aus geht jetzt das Signal aus, aber wer weiß, was passiert, wenn man darauf drückt. Das könnte alles Mögliche sein. Aber wir machen es jetzt einfach mal. Ich hoffe, dass wir jetzt nichts Falsches aktiviert haben. Okay, Signal ist aus. Bin schon auf dem Weg. Und unsere Crewmitglieder haben anscheinend wohl was gefunden. Aber jetzt mal ohne Scheiß, das sieht doch aus wirklich wie so eine, ich weiß nicht, wie so ein Wirbelsäule mit Rippen dran, oder? Ich finde wirklich, dass es so aussieht. Da fragt man sich echt, wer baut denn seine Raumschiffe so? Naja, vielleicht haben Aliens ja eine bisschen andere Vorstellung davon. Man weiß es natürlich nicht. Noch nicht, zumindest. Also zumindest in unserer Welt, ne? So, wir betreten wieder den großen Saal hier. Oder den großen Raum. So, einmal plumps. So, und die haben da hinten jetzt wohl was gefunden. Ich glaube, die haben da hinten auch schon eine Seilwinde aufgebaut. Da geht's anscheinend runter. Ist eine ganz, ganz blöde Idee. Eine ganz, ganz dumme Idee ist das.
finde, die sind auch so unvorsichtig teils, ne? Und diese Sachen hier, die sind dann jetzt wohl von der Nostromo? Würde ich jetzt einfach mal so behaupten? Die ja vor uns hier gewesen waren. Ich schau mal ganz kurz. Tatsächlich, guck mal, hier ist auch... Da steht es auch, oder? Steht da Nostromo? Da steht tatsächlich Nostromo auf dem Kasten. Und das weiß man ja aus dem Film. Die waren ja schon vor uns, lange vor uns hier gewesen. Ich glaube, vor 15 Jahren. Wenn es nach dem Spiel geht. So, wir benutzen einmal kurz die Winde und lassen uns dann abseilen. So, alles ready. Kann losgehen. Und es geht hinab. In die Höhle des Grauens. Was wird uns hier wohl erwarten? Ach du Scheiße. Was ist das? Oh mein Gott. So. Sind das etwa Eier? Man sieht jetzt auch nochmal, wie groß dieses Schiff eigentlich ist. Es ist echt der Wahnsinn. Also es ist auf jeden Fall echt schon ziemlich erbrocken. Ich würde jetzt einfach mal so behaupten, dass es Eier sind. Alles. Wo ist Ihr Schiff? Wenn wir die Kommunikationsblockade brechen können, wie lautet der Code für den Autopiloten? Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mich hier rausholen. Auf keinen Fall, Marlow. Ach ja? Na gut, Sie wissen ja, wo ich bin. Wait! Meine Armaturen im Tech-Turm sind gerade aufgeleuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Es ist hier. Plan B. Bereithalten. Egal, was hier los ist, ich bin dabei. Okay, hier lang. Habt da was, das Sie gebrauchen könnten. So, Freunde, und da sind wir auch wieder in der Gegenwart. Wir waren ja eben in der kleinen Rückblende unterwegs gewesen und der gute Marshall hat jetzt hier wohl was für uns. Anscheinend eine neue Waffe. Einsammeln. Hoffentlich funktioniert das auch. Es ist ein Tier. Tiere haben Angst vor Feuer. Ich hoffe, da haben Sie recht. Ah, ein Flammenwerfer, cool. Okay, damit können wir uns auf jeden Fall jetzt ein bisschen verteidigen. Also wir können das Vieh sicherlich damit nicht töten, aber auf jeden Fall vielleicht kurzzeitig abwehren. So, in dem Kasten ist nichts mehr drin, ne? Ich habe einen Plan, es einzufangen. Nehmen Sie den Transit und treffen Sie Ricardo im Systec-Turm. Ich werde von hier aus alles überwachen. Alles klar, so gehen die zu Lawrence Systec-Turm. Gut, und der nette Marlow, der... Ja, mit denen haben wir gerade eben schon nett geplaudert. So, ich will mich nochmal ein bisschen umschauen. Jetzt können wir hier auch überall reingehen. Wir haben jetzt, warte mal, ich will noch mal ganz kurz gucken, Revolver, können wir die noch mal nachladen? Ich habe jetzt lange nicht mehr gespielt, weil ich hatte jetzt zwischendurch ja Monstrum gespielt. Ich glaube, ein paar Folgen sollten dazu sogar noch kommen, glaube ich. Elektroschocker, ich will mal, warum finden wir eigentlich nie Elektroschocker-Batterien? Ich finde den, Entschuldigung, da musste ich mal kurz aufstoßen. Wir finden irgendwie nie Elektroschocker-Batterien. Ich finde den eigentlich voll praktisch, wenn es dann um die Androiden geht. Eigentlich. So, hier mal wieder, ja, ihr wisst es wahrscheinlich schon, ich habe es schon tausendmal gesagt. Mein Aufnahmezimmer. Der Witz wird auch nicht besser, ich weiß es. So, gut. Auf jeden Fall wissen wir jetzt, wie das Vieh eben halt an Bord gekommen ist. Die haben sich das da wohl in diesen Alienschiff eingefangen und ja, sind dann ja eben halt mit dem Flugschreiber hier zur Station gekommen. Und dabei haben sie wohl den Organismus hier freigesetzt, würde ich mal so sagen. Ne? Also... Die eine hatte das ja, ich glaube, es war eine die gewesen, die eine hatte das ja eben halt
die Eier eben halt im Brustkorb gehabt und dann ist das Vieh da eben halt rausgeschlüpft. Die Leiche dazu haben wir auch schon gesehen in einer Folge. Können wir jetzt hier eigentlich... Was ist denn? Ich schaue mir noch mal ein bisschen um und dann machen wir auf Folgenende, glaube ich, auf Terminal zugreifen. Ich habe so lange nicht mehr gespielt, das ist gerade so ein bisschen ungewohnt. Aber ich habe mal wieder Bock auf jeden Fall. So, hier wieder eine Audiodatei. Wait, Dr. Lingard hier. Ich habe soeben die Patientin untersucht und ich habe so etwas noch nie gesehen. Es handelt sich um eine Art unbekannter Parasit. Ich habe den Namen überprüft, den sie mir gegeben haben. Und niemand ist unter diesem Namen auf Sevastopol registriert. Ich glaube, sie ist vor kurzem an Bord gekommen. Wissen Sie hierüber Bescheid? Keine Ahnung, was Sinclair und seine Leute getan haben. Aber das hätte während der Quarantäne bemerkt werden müssen. Wer weiß, was die sonst noch haben durchgehen lassen. Die Patientin und ihr Captain warten im Untersuchungszimmer auf mich. Kommen Sie hier runter, sofort. Ja, da hören wir es auf jeden Fall nochmal. Ich glaube, die gute Lingard hat sich eben halt auch auf diesen Patienten gekümmert. Also diejenige, die dann eben halt von der Anisidora mit den Organismus hierher gekommen ist. So, wir haben noch Zubehör. Da ist aber leider nichts mehr. Hier wieder ein paar schöne Raumanzüge und da ist noch ein Audiolog. Und, ach guck mal, hier liegt unsere gute Taylor. Der scheint es anscheinend auch noch nicht wirklich besser zu gehen. Na, Taylor, wie geht's dir? Scheint zu schlafen. Lassen wir einfach mal. Und hier ist noch ein Audiolog. Und bitte ist... Bitte ist ein... Was ist das hier? Das sind Fenster, aber ich kann da nicht wirklich was erkennen. Ich erkenne da so leichte Schemen, aber... Hä? Irgendwas ist da, aber ich kann da nichts erkennen. Keine Ahnung, hier ist irgendwie Nebel. Scheint ein großer Raum zu sein. Naja, gut, ich würde sagen, wir drücken nochmal auf Abspielen. Wir sollten uns darüber unterhalten, was in San Cristobal vorgefallen ist. Ich verstehe, dass es eine unangenehme Situation war und dass Sie die Sache so schnell wie möglich hinter sich bringen wollen, aber ich muss sicherstellen, dass Sie nichts Unüberlegtes tun. Was ich meine ist, die Kreatur einzufangen, ohne sie zu töten. Wenn wir uns klug anstellen, könnten wir bis an unser Lebtageende ausgesorgt haben. Ich kenne die richtigen Leute, Waits. Ich kann alles einrichten. Sie werden auch nicht jünger, Waits. Sie können nicht für immer so weitermachen. Und was tun Sie, wenn Sevastopol stillgelegt ist? Sie haben meine Nummer. Ransom Ende. Ja, da scheint es schon wieder loszugehen. Alle wollen sie immer das Vieh einfangen und Geld, 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 Geld. Immer Geld, immer geht es nur ums Geld. Es ist wirklich... Es ist eine ganz, ganz dumme Idee, dieses Vieh einzufangen. Also es ist vielleicht möglich, aber ich glaube, im Endeffekt gerät das Ganze immer wieder nur außer Kontrolle und... Ja, es ist auf jeden Fall eine dumme Idee. So, haben wir... Können wir hier nochmal... Nö, leider nicht. Hier ist auch nichts. Was ist denn das hier? Warte mal, hier ist ein Heft. Zone. Alles klar, ein, ist das Gronkh da? Das ist Gronkh, ne, auf dem Titelbild. Ich glaube, das ist die neue, wie hieß die Zeitschrift nochmal? Wie hieß die denn nochmal? Stars Tube? Stars Tube, das ist bestimmt die neue Stars Tube. Heute mal mit Gronkh auf dem Titelbild. Sehr schön auf jeden Fall. Finde ich toll. Ich habe hier die ganze Zeit so Pieper, aber ich glaube, das ist von den Leuten da hinten. Ich meinte... Lag hier nicht beim letzten nochmal? Ich wusste das noch. Ich habe das noch gesehen. Beim Schneiden. Hier lag doch mal ein Bauplan, war ich der Meinung. Na gut, pass auf. Wir speichern erstmal ganz kurz. Und dann würde ich sagen, ich beende die Folge erstmal an dieser Stelle. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Tobi. Tschüss.